Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Serie zeige ich, wie man Lösungen generiert für Prüfungsfragen. Hier geht es um das Flipchart und gefragt ist nach Vorteil. Nun, zunächst einmal müssen wir uns so ein Flipchart vorstellen. Ja, hier also so und dann hier so ein Dreibein. Das ist ein Flipchart. Hier ist dann eine Ablagefläche für die Stifte und hier eine Halterung für das Papier. Das ist ein Flipchart. Was sind denn die Vorteile? Machen wir uns mal eine Struktur. Nun, zunächst mal ist das Ding einfach handhabbar. Was muss man können? Zeichnen oder schreiben. Ja, das macht man hier auf dem Papier. Ist also einfach, erfordert keine EDV-Kenntnis. Keine EDV-Kenntnisse erforderlich. Dann braucht man auch keinen Strom. Kein Strom erforderlich. Das Ganze ist haptisch. Haptisch heißt zum Anfassen. Ja, man kann nachher durchaus auch hier so ein Blatt Papier abreißen, zusammenrollen und mit nach Hause nehmen. Das kann man mit einer Beamer-Präsentation nicht so gut, da kann man es nicht anfassen. Ja, also es ist haptisch, es ist zum Anfassen, die Dinger sind rollbar. Also hier muss man sich so Rollen vorstellen, ja, also die modernen Flipcharts. Ne? Die haben alle Rollen, das Ganze ist rollbar, also auch leicht transportabel. Die ersten Dinger waren brutal schwer und hatten keine Rollen. Aber dann ist irgendwann mal ein kluger Kopf drauf gekommen, dass wir hier ein Transportproblem haben. Und dann hat man die neueren Generationen alle mit Rollen ausgestattet. Ja, und was ich persönlich ganz gut finde, und das ist auch der Grund, warum ich hier so arbeite, wie ich arbeite, obwohl meine Handschrift zugegebenermaßen sicher nicht die schönste ist. Man kann das Ganze entwicklungsorientiert machen. Entwicklungsorientiertes Zeigen, wenn ich das mache. Ja, so wie ich das hier mache. Ich schreibe hier zunächst mal hin, um was es geht, dann schreibe ich eine Struktur hin und Sie können Schritt für Schritt sich die Entwicklung anschauen. Das ist viel, viel leichter als vorgeschriebene Beamer-Folien. Ja, und das ist der Grund, warum ich hier immer, obwohl das viel Arbeit ist, mit meiner Hand schreibe. Das ist auch nicht immer einfach. Ja? Also man schreibt an einer anderen Stelle, als wo man das Ergebnis sieht. Ja, ich schreibe hier auf einem Grafiktablett, sehe das Ergebnis aber nicht auf dem Grafiktablett, sondern am Bildschirm. Also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, an diese Art des Schreibens. Aber ich mache das, damit Sie die Entwicklung sehen können, damit Sie das Video zurückspulen können, damit Sie sich nochmal anschauen können, wie ich es gemacht habe und so weiter. Und besonders klasse ist sowas natürlich, wenn man Buchhaltung zeigt. Ja, also wie wirklich gebucht wird, statt die fertigen Folien, wo die T-Konten schon alle ausgefüllt sind. Ja, also das hat viele, viele Vorteile, vor allem in diesem entwicklungsorientierten Zeigen. Das ist das, was mir hier jetzt so einfällt als Antwort auf die Frage. 1, 2, 3, 4, 5 Vorteile. Das ist auch das, was in der Regel so gefragt wird in den Prüfungen. Nennen Sie 5 Vorteile. Ja, und fertig ist die ganze Sache. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann gehen Sie jetzt zu www.spaßlerndenken-shop.de. Ihre Internetadresse für leichtes Lernen, für Lernmaterial, das auf Sie abgestimmt ist, für Sie geschrieben wurde, für Sie entwickelt wurde. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.